Wir haben es fast geschafft. 2020 ist fast vorbei und wir schauen uns heute in dem Video mal die Social Media Marketing Trends für 2021 an. Ich gebe dir ein paar Tipps und Tricks mit und will dir zeigen, was im nächsten Jahr wichtig und relevant ist. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben es ja fast geschafft. Das Jahr ist fast vorbei. Und heute wollen wir uns die Social Media Marketing Trends für 2021 anschauen. Und da habe ich genau 4 an der Zahl für dich mitgebracht. Ich habe mal geschaut, was so relevant ist, was wichtig ist. Habe auch so ein bisschen meine Ideen, meine Visionen mit reingepackt und will mal so ein bisschen Fazit ziehen und einen Ausblick ins neue Jahr geben. Das ist der Plan. Und wir fangen an mit dem Social Media Marketing Trend Nummer 1. Aus meiner Sicht Social Commerce. Social Commerce gibt es schon lange. Das bedeutet einfach, dass wir in den sozialen Medien und in einem sozialen Charakter einkaufen gehen. Also die Fortführung von E-Commerce eigentlich. Und im nächsten Jahr wird Social Commerce noch professioneller, noch bedeutender und noch einfacher für die User. Warum denke ich das Ganze? Zum einen haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, TikTok hat mit Shopify geflirtet. Instagram hat Instagram Shopping viel, viel prominenter in der App positioniert und damit klargemacht, wo die Reise im kommenden Jahr hingeht. Und was uns dort erwartet, ist, dass einfach die Barrieren viel, viel geringer werden, was immer ein sehr, sehr großes Zeichen ist. Wir können mittlerweile innerhalb von der Instagram-App Dinge einkaufen, Produkte kaufen und Instagram bietet Möglichkeiten, die komplette Customer Journey abzubilden. Also wir können dort über Anzeigen den User erstmal auf unsere Produkte aufmerksam machen und können auch bis zum Abschluss des Kaufvorgangs eigentlich alle Schritte innerhalb von Instagram abwickeln. Damit wird es für den User noch einfacher, Produkte in den sozialen Medien zu kaufen und diese dann dort auch entsprechend weiter zu empfehlen, was ein Riesenpotenzial hat für Unternehmen. Was musst du jetzt also tun? Bring deinen Shop auf Zack. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, auf allen Plattformen zeigt sich einfach, dass Mobile First schon lange die Realität ist. Das bedeutet, dass die User die Inhalte auf dem Smartphone abrufen und damit auch auf dem Smartphone shoppen gehen. Und deswegen empfehle ich dir ganz, ganz klar, wenn du das noch nicht getan hast, darauf zu achten, dass dein Shop auf den Mobilgeräten funktioniert. Geh mal bei dir selber shoppen, schau, ob das alles klappt, schau, ob deine Bilder dafür optimiert sind, schau, ob die Ladezeit stimmt. Und wir haben ja in Zeiten von Instagram festgestellt, dass sich so eine ganz besondere Bildsprache durchgesetzt hat. Und die hat sich durchgesetzt, weil der Screen auf dem Smartphone einfach ein ganz anderer ist. Deshalb empfehle ich dir auch, deine Bilder in deinem Online-Shop auf Social Commerce vorzubereiten. Wenn du Instagram Shopping nutzen möchtest, dann funktioniert das so, dass du deinen Online-Shop und Instagram miteinander verknüpfst und dann ein sogenannter Produktfeed aus deinem Shop in Instagram reingeladen wird und dort der User dann deine Produkte einkaufen kann. Also zieht sich Instagram die Produktinformationen und die Bilder aus deinem Online-Shop. Deshalb empfehle ich dir, schon in deinem Online-Shop entsprechend Bilder einzubauen, die für Social Commerce funktionieren. Das ist der beste Weg, um auf das nächste Jahr vorbereitet zu sein. Zum einen schau, dass deine Bilder klappen, schau, dass die Ladezeit und das komplette Layout an mobile Endgeräte angepasst ist und dafür optimiert ist und schau, dass die User Experience auf Smartphones einfach stimmt, um für Social Commerce vorbereitet zu sein und da im kommenden Jahr mitzumischen und mitzuspielen. Ich bin guter Dinge, dass die User mittlerweile so viel Vertrauen in E-Commerce gewonnen haben, dass sie auch bereit sind, noch mehr Produkte über die sozialen Netzwerke zu kaufen. Und ich empfehle dir, dich darauf auf jeden Fall vorzubereiten. Und was da auch mit reinspielt, ist, dass das gesamte Kauferlebnis mobil funktionieren wird und auch ein anderes sein wird. Was wir auch daran sehen, dass es mittlerweile diese AR-Anzeigenformate gibt. Also wir haben die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel ein Sofa kaufen wollen, können wir das über die neuen Anzeigenformate mittlerweile schon in unserem Wohnzimmer platzieren und schauen, ob das reinpasst. Das heißt, das gesamte Erlebnis, das gesamte Shopping-Erlebnis, was wir vorher in Geschäften hatten, rückt immer mehr nach Hause auf unser Smartphone und da sollten wir auf jeden Fall darauf vorbereitet sein und auch ganz viele neue Formate ausprobieren, die uns da extreme Möglichkeiten für einen großen Umsatzboost liefern. Trend Nummer 2 widme ich der aktuellen Situation. Wir haben ein Jahr hinter uns, was keiner so erwartet hätte, was komplett unvorhersehbar war und was aus meiner Sicht so ein bisschen geprägt war, zum einen von dieser Unsicherheit, von Angst, aber auch von einer großen Langeweile. Viele waren irgendwie zu Hause, der Alltag hat sich für alle komplett geändert. Wenn wir ehrlich sind, wird es im nächsten Jahr ähnlich sein. Und genau da können wir ansetzen, wenn wir unseren Content produzieren. Wir haben letztes Jahr gesehen, Formate wie Zuhause mit Sido sind durch die Decke gegangen. Alles rund um die Knossi-Welt war extrem erfolgreich, weil sie einfach einen riesigen Unterhaltungswert geliefert haben. Und genau da können sie Unternehmen im kommenden Jahr auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
Denn einen wesentlichen Schmerzpunkt, den kennen wir jetzt schon, das ist diese große Langeweile gepaart mit einer gewissen Unsicherheit und Ungewissheit. Und wenn wir dort einfach unterhaltende, schöne Formate liefern, können wir riesen Mehrwerte für Marken kreieren und schaffen, auch in einem so schwierigen Jahr wie das, was uns da auf eine Art erwartet. Meine Tipps, die ich für nächstes Jahr für dich habe. Tipp Nummer 1 ist, sei extrem flexibel und nutze das Jahr, um ganz, ganz viele Dinge auszuprobieren. Denn es wird weiterhin unvorhersehbar bleiben und es wird weiterhin so sein, dass das natürlich auch die Chance ist, neue Dinge zu testen. Ich empfehle dir, ein solides Fundament zu schaffen und damit so eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Zum einen für dich und dein Team, zum anderen aber auch für den User. Das schaffst du zum Beispiel durch wiederkehrende einheitliche Formate. Da kannst du dann genau abschätzen, wie viele Ressourcen dafür brauchst und kannst die regelmäßig auch entsprechend ausspielen. Und wenn die funktionieren, kannst du die restliche Zeit oder die restlichen Kapazitäten dafür nutzen, um neue Formatideen zu entwickeln und sehr, sehr flexibel auf das zu reagieren, was gerade passiert. Und da empfehle ich dir auch, mit dem Timing zu spielen, wann du Inhalte postest, welche Zeitfenster du dafür nutzt. Ich habe dieses Jahr ganz, ganz viel dadurch gewonnen, dass ich einfach die Zeitfenster verändert habe, in denen ich gepostet habe und die angepasst habe an die aktuelle Situation. Für die meisten Unternehmen ist immer sehr, sehr schwer zu reagieren, was eigentlich bei den Usern passiert und wie sich entsprechend deren Tagesablauf verändert. Und genau das kann einen kleinen Unterschied ausmachen, der eine große Wirkung in Sachen Reichweite hat. Schau genau hin, hör genau zu und probier neue Zeitfenster im Posten aus. Gerade auch so ein neuer Algorithmus wie der TikTok-Algorithmus, der dazugekommen ist, da kann das Zeitfenster, wann du postest, einen großen Unterschied machen. Denn am Ende des Tages will bei TikTok jeder auf die For You-Page, weil das wiederum eine große Reichweite bedeutet. Damit gibt es eine große Konkurrenz um die For You-Page. Wenn du aber in Zeitfenstern postest, wo die Konkurrenz vielleicht ein bisschen geringer ist, hast du eine Chance, auch vielleicht ein bisschen mehr angezeigt zu werden. Schau immer genau, okay, wo stehen wir gerade, wie sind so die Tagesabläufe deiner User und reagiere auch mit deinen Post-Zeitpunkten auf die Abläufe deiner User und trau dich da auch mal was, probier mal was Neues aus. Tipp Nummer 3 gebe ich die Überschrift Remixing und Interaktion. Was soll das heißen? Ich glaube ganz, ganz fest, dass das wichtigste Content-Format im kommenden Jahr zum einen die TikToks sind, zum anderen aber auch die Instagram Reels. Beides Formate, die einfach kurze Hochkant-Video-Formate sind, die mit Musik unterlegt sind. Wir kennen es ja schon von der Filmmusik. Viele Lieder sind bekannt aus großen Filmen, sind in unseren Köpfen eng verbunden mit den Szenen aus den Filmen und genau so funktioniert es bei Reels oder bei TikTok eigentlich auch. Die größten, erfolgreichsten YouTube-Videos sind Musikvideos. Da ist auf Platz 1 der Baby Shark Dance, auf Platz 2 Despacito und auf Platz 3 Ed Sheeran mit Shape of You. Also 3 Musikvideos sind unter den Top 3 der meistgeklickten YouTube-Videos. Und genau das ist auch ein super Indikator dafür, was uns im kommenden Jahr erwartet, nämlich ganz, ganz viel Musik und ganz, ganz viel Entertainment. Also bereite dich genau darauf vor, überleg dir, wie du deinen Content im Reel- oder im TikTok-Format unterbekommst. Hör auch genau hin und schau dir an, welche Musik für deine User relevant ist und welche Musik deinen Usern gefällt. Mit der richtigen Musikauswahl kannst du im nächsten Jahr Reichweite dazu gewinnen. Jetzt habe ich diesen dritten Trend aber Remixing und Interaktion genannt, denn das Ganze geht nochmal aufs nächste Level. Diese ganzen TikToks und Reels funktionieren ja schon 2020 extrem gut. Nächstes Jahr wird es nochmal wichtiger, auch sich untereinander auszutauschen. Bei TikTok geht das ja schon, da kann man in Form von Duetten oder Reaktionen untereinander auf Videos reagieren, sodass auf einmal eine Marke ein Video veröffentlicht und ein User darauf reagieren kann oder ein Influencer sich mit einem User und einer Marke und einem Unternehmen und hin und her untereinander austauscht. Genau das erwarten wir nächstes Jahr auch für Instagram. Es wird auch da in den Reels noch mehr Duettmöglichkeiten geben, noch mehr Möglichkeiten geben zur Interaktion. Und das ist der große Überbegriff fürs kommende Jahr. Wenn du die richtigen Partner findest und mit den richtigen Partnern interagierst, kann dir das auch super viel bringen für deine Reichweite und auch dabei helfen, noch mehr Vertrauen in deiner Zielgruppe zu schaffen. Und Tipp Nummer 4 ist das Thema Livestream. Ich bin der Meinung, dass dieses Jahr gezeigt hat, dass Livestreams extrem wichtig sind. Warum? Weil das somit das authentischste Format ist, was wir haben und auch einen großen Grad an Interaktion hat. Wie schon eben erwähnt, Sido, Knossi und wie sie alle heißen, haben extrem gezeigt, dass Plattformen wie Twitch oder auch YouTube-Streams super relevant sind und gerade auch dort andocken, wo wir gerade stehen. Das müssen wir nächstes Jahr aufs nächste Level bringen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Livestreams noch professioneller werden, dass noch interaktivere Ideen geschaffen werden und empfehle jedem Unternehmen, schaut euch da was ab. Es muss nicht jeder ein Fan davon sein, was Sido und Knossi da machen, aber die geben einen gewissen Trend vor und ich empfehle jedem Unternehmen, schaut da mal hin. Schau insgesamt mal hin, was die User oder die Influencer in deiner Branche so gemacht haben im letzten Jahr und du wirst sehen, da sind ganz, ganz viele interessante, spannende Live-Formate
Formate bei kreiert worden. Es muss nicht jeder Sido und Knossi mögen, aber trotzdem kann man sich von dem, was sie da in diesem Jahr geschaffen haben, extrem viel abschauen für eigene Live-Formate im kommenden Jahr. Und das empfehle ich dir. Und das geht von kleinen Unternehmen bis ganz großen Unternehmen. Für große Unternehmen können natürlich super aufwendige, auch sehr, sehr teure Livestreams entwickelt werden. Aber auch als kleines Unternehmen kann man sich überlegen, okay, wer ist vielleicht ein Experte, den ich mir mal einladen kann und mit dem ich mal ein Interview machen kann, während die User dabei sind und Fragen mitstellen können zum Beispiel. Oder möchte ich vielleicht auch mal jemanden aus meinem Unternehmen vorstellen und dort Fragen stellen lassen? Möchte ich vielleicht im Recruiting-Prozess mal einen solchen Livestream starten, wo ich entsprechend mit den Usern in den Austausch gehe? Also das ist nicht nur was, was für ganz große Unternehmen und große Marken funktionieren. Auch als kleines Unternehmen kann man da ganz, ganz viele Vorteile draus ziehen. Am Ende des Tages steht alles eigentlich unter dem großen Titel Entertainment kommendes Jahr. Und als abschließenden Tipp habe ich nochmal zurückzuschauen, wie es früher eigentlich funktioniert hat. Fernsehsender und Magazine hatten große Redaktionen, die Content aufbereitet haben und Unternehmen haben sich eigentlich in diesem Content platziert. Wenn den Zuschauern die Fernsehwerbung zu lang war, dann haben sie ausgeschaltet. Und wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass die Unternehmen sowohl für den Content, also für das Fernsehprogramm, als auch für die Fernsehwerbung verantwortlich sind. Neben den eigentlichen Produkten, die ich als Unternehmen entwickle, habe ich jetzt noch eine komplette Medienanstalt, die ich irgendwie in-house umsetzen muss. Schau dir mal an, was ist in deinen Kanälen eigentlich TV-Programm und was ist TV-Werbung. Denn die meisten Unternehmenskanäle neigen dazu, zu viel Werbung zu machen und zu wenig interaktiven, unterhaltenden Content. Das wird nächstes Jahr noch wichtiger, diese Waage in Balance zu bringen, um in diesem sehr, sehr unvorhersehbaren Jahr auch die User für dich zu gewinnen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dass du ein bisschen was daraus mitgenommen hast aus dem Video. Ich will auch jetzt die Chance nutzen, mich einmal zu bedanken. Vielen, vielen Dank für alle, die in diesem Jahr meine Videos geliked haben oder mir ganz viele nette Kommentare unten drunter geschrieben haben. Ich weiß, das kann bei YouTube auch definitiv anders sein und deswegen freue ich mich sehr über all die vielen netten, lieben Kommentare, über die vielen Daumen hoch und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen. Wenn du noch einen Trend auf Lager hast für nächstes Jahr oder wenn du irgendein Fazit aus diesem Jahr gezogen hast, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich wünsche dir von Herzen Gesundheit und alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr hier auf dem Kanal auch bei dem einen oder anderen Video wiedersehen. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.